So, herzlich willkommen zum neuen Video von WOM Adventure. Wir sind jetzt endlich unterwegs in den Nahen Osten. Es wird also spannend die nächsten Monate. Und wir sind jetzt bereits losgefahren. Gestern Abend sehr spät noch, 11:45, haben dann was vergessen, mussten nochmal zurück. Und ja, sind dann vor Regensburg, und zwar in Labern. In Laber, Laber heißt das, also ich darf euch jetzt ein bisschen voll labern. Sind wir dann tanken gegangen für 1,88. Kann nicht sagen, es ist günstig. Aber das reicht jetzt bis Türkei. Und ja, wir fahren jetzt nach Passau, dann Österreich, mautfrei, dann Ungarn, Bulgarien, ja, und dann Türkei. Ja, so nah dies nah. Okay, schön seid ihr dabei, und dann ja, werden wir sehen, was die Zukunft bringt. So, wir sind jetzt im Kreis Regensburg an Eisenhammer vorbeigefahren. Fahren ein bisschen Nebenstraße bis zur Autobahn, und dafür sehen wir umso schönere Natur. Gibt es auch in Deutschland. Also wunderbar. So, wir sind jetzt in Degendorf und gehen jetzt zu diesem Gnadenhof Gut Eigerbichel besuchen und schauen uns das an, und dann. Und schwupps sind wir schon in Österreich. Wir fahren an der Donau entlang Richtung Linz. So, wir sind nicht mehr weit gefahren. Wir sind vor Linz auf einem schönen Parkplatz, schön abgelegen in der Natur und schön ruhig, haben hier gut geschlafen, und jetzt geht's dann bald weiter. YBS, und jetzt fahren wir rechts an der Donau, aber wir verlassen sie jetzt und fahren dann in das Landesinnere. Leider. Tennenberg sind wir. Wir fahren jetzt mitten durch Österreich. Durch südlich an Wien vorbei, weit südlich, um dann nach Ungarn zu fahren und dann nach Serbien. Vielleicht seht ihr es da, ein Großbrand. Wir müssen das weiträumig umfahren. Keine Ahnung, was da brennt, aber es brennt richtig. Schwarzer Rauch, Chemiewerk vielleicht. 80. Juhu, wir sind schon in Ungarn. Fast in einem Tag durchgefahren von Linz. Quer durch, alles mautfrei, und dann sage ich mal Ciao Österreich und Hallo Ungarn. Hier ist die alte Grenze. Der Grenzübergang heißt übrigens Sopron, also wir sind in Sopron in Ungarn gelandet. So, die Fahrt für heute ist vorbei. Ich stehe hier irgendwo in Ungarn auf einem Feld. Und das ist das Schöne, es gibt so Feldwege, und da stellt man sich einfach hin. Hinter mir ein super schönes Abendrot. Es gibt hier ganz viele Hasen. Als ich gekommen bin, waren da extrem viele. Ja, die Hunde haben Freude.
die so weit zuzugucken, beziehungsweise sie bleiben da in der Nähe. Aber interessant auf jeden Fall. So, wir verlassen jetzt diesen schönen Übernachtungsplatz. Und ich muss sagen, die Ungarn machen das gut, weil es hat da überall so Büsche, Wälder, Wiesen, die sind für die Tiere übrig lassen. Deswegen hat es hier wirklich, es hat Rehe, es hat Hasen, vermutlich auch Füchse, aber Hasen jede Menge. Also war toll hier diese Nacht, aber jetzt wird es richtig heiß. Morgen um 9 ist die Sonne schon ziemlich weit oben. Ich bin echt froh, habe ich da hinten die Klima, die kühlt, auch durch den Durchstieg kommt kühle Luft und die ist jetzt auf 24 Grad. Und ja, das ist toll, weil es ist jetzt schon 30, 31 Grad draußen, morgens um 10. Also Ungarn ist wirklich toll, viele Landschaften und wenig, nicht allzu viele Dörfer, also vor allem nicht gleich eins nach dem anderen. Man fährt immer wieder ein Stück, wir sind jetzt auf glatte 85, mal schauen. Ja, 4 oder 85 fahren so. 84, da steht's. Fahren südwärts zum Balatonsee. Ja, die große Ernte ist auch, überall sind diese Monster-Tracks unterwegs, die man kaum überholen kann. Noch was zu den Mautstrecken in Ungarn. Wenn ihr als Wohnmobil eingetragen seid, dann braucht ihr Maut nur auf der Autobahn zu zahlen. Alles, was mit M wie Max beginnt, ist dann Autobahn. Und wir fahren ja jetzt mautfrei. Die LKWs selber mit Zulassung, die brauchen hier Maut, wir aber nicht. Und das Ganze wird elektronisch über das Lumenschild erfasst. Ja, was ich noch gemacht habe, ist den Reifendruck runtergestellt. Der war bei mir vorher etwa 7,5 bis 8 hinten. Jetzt habe ich ihn hinten 6, vorne 5, weil die Straßen doch ein bisschen schlechter sind. Ja, das dazu. Unser nächstes Ziel seht ihr gleich da vor uns, die Burg von Sümeg. Da werden wir was Kleines essen. Wir fahren jetzt nach Salvör-Majort zum Reiten, beziehungsweise meine Lady, die muss ich euch, glaube noch mal vorstellen dann später, die will reiten. Ja, so ist das halt. Jetzt fahren wir dahin, durch diese wunderschöne Landschaft, muss ich sagen, gefällt mir sehr Ungarn. Es hat richtig Land und auch eben für Tiere immer wieder freie Zonen, wo nicht bewirtschaftet ist. Das ist einfach, ja, einfach toll. Hier seht ihr all diese Vulkane. Das ist Vulkanland, soviel ich weiß. Und wunderschöne Landschaft, gefällt mir sehr Ungarn. Also es gibt noch so viel Land, hey, ich bin echt begeistert. Es lohnt sich einfach mal Nebenstraßen zu nehmen oder einfach nicht die Autobahn. Und da sieht man viel mehr vom Land und es ist echt toll. Ich bin echt beeindruckt, ich war noch nie da unten im Süden. Ich bin, muss zugeben, immer durchgefahren, durch Ungarn, nach Rumänien meistens. Sicher 5-6 Mal schon. Und ja, habe nur meistens Pause gemacht, mehr nicht. Aber hier ist es ist echt der Hammer. Und freistehen, ein Paradies, man kann da überall irgendwo. Stehen. Es gibt auch nicht so viele Camper, was das alles vereinfacht. Schöner Bahnhof hier.
mal ein bisschen Industrie von Ungarn. Da rechts ein spezielles Haus. So, jetzt fahren wir mal durch ein kleines ungarisches Dorf, Salfeld. So, wir suchen noch ein schönes Plätzchen und wir haben, glaube ich, eins gefunden. Ein Plätzchen mit Steinen. Da fahren wir gleich mal rein. Neigung finden auf den Löchern hier. Ich weiß nicht, ob ich da stehen darf. Nein, da stehen andere auch. Ich stehe halt nicht mitten auf der Wiese, aber warum nicht? So, das ist unser Platz. Da hat es ein paar Steine. Wunderschöne Natur rundherum. Also wirklich sehr schön zum Stehen, zum Freistehen. Und da gibt es ein Restaurant. Wir sind unterwegs zum Reiten und schauen uns gleich noch diese speziellen Häuser an. Das sind eigentlich so die richtigen, originalen, langgezogenen ungarischen Häuser, wie man sie von früher kennt. So, wir sind wieder mal am Reiten. Wunderschön in der schönen Natur. Die Hunde mit uns. Ja. Es wackelt halt ein bisschen, nicht ganz einfach beides zu machen. Das ist mein mein Pferd. Die sind alle ein bisschen groß, ich war noch nie so einem großen Pferd, oh Mann. Ja, aber ich werde sie überleben, hoffe ich. Da unten sieht man den Balatonsee. Wir sind immer noch am Reiten und es macht Spaß. Wir sind gerade am Traben, ja. Und die verfolgen uns da. Das sind geile Viecher. Ich denke, mein Pony. Die hast du so leicht, wie ich das von so einem Base. Die hat so Condition.
So, ich möchte euch nochmal, ich habe sie euch schon mal vorgestellt, die Sandra, die mit mir jetzt mitreist. Und zwar, ja, diese große Tour in den Nahen Osten. Und sie ist mutig genug, um mit mir mitzukommen. Und ich hoffe, es wird ein tolles Erlebnis. Sandra, freust du dich? Ja, super, total. Ich freue mich mega. Und nachdem ihr ja dem René seine Reisen schon kennt, kann es schon sein, dass man hier auch Mut braucht. Ich habe mir heute auch schon gerade im Gesicht verletzt. Also ab und zu gibt es ja auch mal ein paar Schrammen, wenn ich mit René unterwegs bin. Ich freue mich sehr und war noch nie in der Gegend. Nahosten ist mir völlig fremd. Außer Dubai, da war ich schon mal. Aber sonst kenne ich gar nicht. Ja. Ja, und wir reisen mit 4 Hunden und ihr könnt euch vorstellen, 4 Hunde, Hundefutter. Mal schauen, wie lange das reicht, aber wir haben da sicher 4 so Boxen voll mit Hundefutter oder sogar 5, ich weiß gar nicht, das sind auf jeden Fall viele, etliche Kilos, ja, weil man vermutlich dann im Nahen Osten kaum mehr Hundefutter kriegt, außer Frischfleisch. Ja, wir werden schauen, wie wir dann das machen. Ich habe jetzt meine Hunde auf Trockenfutter umgestellt für diese Zeit. Jetzt werden die letzten Büchsen gegessen am Abend und danach gibt es halt nur noch Trockenfutter. So ist es halt im Leben. Man kann nicht immer alles haben und wir müssen ja dann auch auf einiges verzichten. Aber eines kann ich euch sagen, wir müssen nicht frieren im Winter dann. Im Gegenteil, vermutlich eher schwitzen. Aber ja, wir haben ja eine Klima und das lässt sich gut aushalten mit dem. Ja. Ja, also mit uns reisen jetzt dann auch noch die Suri und die Chiara. Die sind nicht so ganz spektakulär wie Renés Hunde. Die sind schon ein bisschen alt, aber die werdet ihr auch ab und zu mal auf den Videos sehen. Ja, dann wisst ihr es jetzt und jetzt geht's dann los mit dem Abenteuer. Abenteuer. Womo Adventure. Zu zweit. Genau. Endlich zu zweit. Genau. Also dann. Sich Wasser. Und zwar kann man in der App Maps.me kann man einfach Trinkwasser eingeben und dann kann man auf der Karte gucken, wo hat es blaue Punkte und da sollte es überall Trinkwasser geben. Ja, diese ist auch da eingetragen und noch andere mehr. Je nach Land hat es da mehr oder weniger und in Europa funktioniert das sicher. Im Nahen Osten vermutlich nicht mehr. So geht das, hä? Wir waren vorher am Balatonsee, sind aber gleich wieder weg, weil das ist alles verbaut, kaum Zugang. Und jetzt sind wir zum kleinen Balatonsee unterwegs und hoffen, dass wir da einen Platz finden. So, wir sind einfach mal von der Straße links weg. Ich habe das auf Satelliten gesehen, dass da eine Kuhpiste runter zum See führt oder zum Wald. Ja, wir werden sehen.
wir sind immer noch auf dem Acker unterwegs da. Wenn wir Glück haben, dann kommt da durch den Wald der See. Mal schauen. Vielleicht haben wir ja Glück. Aber das dauert jetzt halt. Ja, wir haben eine Schneise gefunden. He? Da ist links ein Kanal. Und bis jetzt sieht es gut aus. Da sind wir auch versteckt. Da fährt vermutlich, bin vermutlich der erste Camper, der das gefunden hat, dank Google Satellit. So, hier ist glaube ich Feierabend. Weiter geht's nicht. Da fängt das Schilf an. Noch ein bisschen, da kommt Schilf. Jedenfalls. Also, ist wenigstens kann ich wenden. Oh, da ist total Matsche und links Wasser. Hat sich Wasser, ist es nass. Da kannst du echt was sinken links. Ja, die Erde ist weich, ich merke es. Ja. Aber er fährt. Ja. Oh. So, ich habe Scheiße gebaut. Ich bin zu fest nach links. Hab mich festgefahren. Rechts ist die Erde eigentlich soweit gut. Reifendruck runter, zwei vorne, zweieinhalb hinten. Bin da glücklicherweise auf ein Blech gekommen. Hinten ist das nächste, aber hier, das ist schlimm. Da bin ich jetzt mal auf mein Holz gekommen. Ich stehe jetzt auf einer Holzdings. Jetzt muss ich da auf den Keil kommen und auf diese Bretter. Ja, Speere drin. Und es drehen halt nur immer drei Räder, wenn eins durchdreht. Jetzt müssen wir uns Stück für Stück vorarbeiten und gucken, dass er nicht mehr links kommt. So, ihr seht, da unten ist Wasser. Und jetzt bin ich mal auf dem Blech, ist schon mal besser. Ich muss mich da links rüber arbeiten, aber nicht zu viel einschlagen. Braucht im Fall echt Erfahrung, dass man da keine Fehler macht, weil man kann sich da extrem tief eingraben bis zur Achse und dann hat man Scheiße gebaut. Also ich komme jetzt immer höher und jetzt sollte es hoffentlich gehen. Jetzt fahren wir von den vorderen Blechen runter und dann legen wir die wieder hinten hin. Scheiße! Einschlagen! Stopp! Scheiße! So, ich bin draußen ungewendet. Geschafft! Aber Schlamm ist die größte Scheiße. Und da kann man echt viel falsch machen. Und ihr seht, hier voll abgesackt, da war ich extrem tief unten, aber ich bin wieder draußen. Reifendruck unbedingt runterlassen, sonst geht das gar nicht. Ja, also jetzt alles zusammenräumen. Strafe muss sein, wenn man Scheiße baut, muss man dafür wieder reinigen. Ganzen Schlamm da weg, wenigstens den groben Schlamm, sonst wird der ganze Camper braun. Da hinten muss ein Riesentier sein, ich höre es watschen im Wasser. So, also hier nochmals die Stelle. Rückwärts ging es übrigens nicht mehr. Ich bin da, seht ihr es, immer weiter in den Sumpf reingekommen, immer mehr nach links abgedriftet. Dann habe ich beschlossen, dass ich vorwärts fahre und bin dann nach vorne rechts so rausgefahren. Und das konnte dann, der Boden konnte mein Fahrzeug dann tragen. Ja, und dann bin ich rückwärts raus.
So, wir fahren jetzt wieder raus. Wir haben hier übernachtet in der Schneise zwischen den zwei Wäldern und hatten gestern echt ein Abenteuer erlebt, gell? Ja, ja. Die Lady hat richtig fleißig mitgeholfen. Ich hatte richtig Freude an ihr. Immer noch. Toll. Ja gut, also jetzt geht's nach, wie heißt das? Peschk. Nach Peschk. So, das war wieder ein Abenteuer, hä? Kaum ein bisschen in der Nähe vom Wasser, schon festgefahren. Tja, zu wenig aufgepasst, so schnell kann es passieren. Aber zum Glück sind wir wieder aus eigener Kraft rausgekommen. Ja, jetzt nächstes Video ist dann von Peschk ein paar Fotos und dann geht's ab nach Serbien. Wir treffen jetzt auch unterwegs den Sebastian mit seiner Lady, ja. Also, wir sehen uns bald wieder und schön seid ihr dabei und Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Bis später, tschüss!